Der Krieg ging schon fast zu Ende, die Amerikaner standen am Rhein, die Russen an der Oder. Jeder vernünftige Mensch wusste, dass dieser Krieg nicht länger als ein paar Wochen dauern würde. Aber ich konnte dann einfach nicht fassen, dass mein Volk und dass mein Führer diesen Krieg verlieren würde. Ich war bereit, für diesen Führer mit meinem Leben zu zahlen. So ähnlich wie das die Nibelungen für ihren König Gunther getan hatten im Nibelungenlied, das ich so oft gelesen hatte. Ich ließ mich damals als Lastensegler ausbilden. Das war eine ganz verrückte Sache. Mit einem größeren Segelflugzeug wurden wir von Motormaschinen in die Luft hochgezogen und sollten an hinterfeindlichen Linien landen, mit Soldaten, mit Materialien, mit Munition. Und ich wollte unbedingt noch Soldat werden mit meinen 16 Jahren. Ich habe mich freiwillig gemeldet, keiner rührte sich. Ich habe dann darauf gedrungen, dass ich doch mit meinem Lastensegler eventuell was machen könnte. Und eines Tages bekam ich dann einen Marschbefehl nach Berlin. Das war nicht leicht, in diesen letzten Kriegswochen nach Berlin zu kommen. Wie gesagt, die Amerikaner fingen schon an, das Ruhrgebiet zu umzingeln. Amerikanische Yachtbomber waren überall auf der Yacht, auch auf jeden Zug, der sich bewegte. Aber ich kam dann durch. Und in Berlin im Reichsluftfahrtministerium sagte man mir, ich solle mal nach Strausberg fahren. Das ist ein kleiner Ort mit einem Flugplatz nordöstlich von Berlin. Und dort waren wir so mit 12 Jungen. Und wir wurden dann ausgesucht, wer von uns wohl der beste Lastensegler sein. Und dann hat man mich ausgewählt. Meine Aufgabe wurde mir so beschrieben. Die Russen hatten über die Oder einen Brückenkopf in den Oderbruch hineingebildet. Und von diesem Brückenkopf aus sollte dann der große Angriff auf Berlin und eigentlich so der Endangriff und die Endschlacht um Deutschland beginnen. Die Russen hatten auch über die Oder eine Brücke geschlagen und meine Aufgabe sollte sein, mit dem Lastensegler auf dieser Brücke zu landen. Der Lastensegler wurde voll mit Dynamit gepackt und ich sollte dann diesen Dynamit entzünden. Vorher, so hieß es dann, hätte ich ja noch die Chance, aus dem Lastensegler in die Oder zu springen und die Oder, die würde mich mit dem Flutwasser so weit wegtragen und so schnell, dass die Russen mich nicht fassen könnten, weil sie so überrascht waren und dass mich dann deutsche Soldaten, der Brückenkopf war vielleicht nur so etwa 10, 20 Kilometer an der Oder entlang, die würden mich dann aus dem Wasser holen, die wüssten Bescheid. War wie gesagt eine ganz verrückte Sache, aber ich war sehr stolz darauf, dass man mir diese Aufgabe zutraute. Ich habe dann trainiert, mehrere Male mit dem Flugzeug wurde ich hochgeschleppt und dann kam es auf meinen Einsatz an. Ich setzte mich hinein, man sagte mir, du zieh dir mal nur eine Badehose an, damit wenn du dann von der Brücke in das Wasser hineinspringst, dass du dann sehr schnell von der Stelle kommst. Man packte mich auch mit ein paar Decken an. Ich bekam einen großen Orden umgehangen um meinen Hals. An sich wurde dieser Orden vom Führer verliehen, aber man gab ihn mir und normalerweise bekam man den auch erst, wenn man eine Tat vollbracht hatte. Mir gab man den vorher, hinterher ist mir deutlich geworden, die Leute, die mich da losschickten, die waren sich wohl im Klaren, dass ich nie wieder aus dieser Maschine herauskommen konnte. Es war ja auch so, wenn ich also die Brücke verpasst haben würde, wäre das Flugzeug mit dem Dynamit in die Luft geflogen. Wenn ich nur zu hart aufsetzte, wäre es möglich geworden, dass sich dieser Explosivstoff sofort entzündet hätte. Das wusste ich aber gar nicht und in meinen 16 Jahren habe ich mir auch gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Thank you.
Ich habe mich also in die Maschine gesetzt, nur eine Badehose an, in Decken gehüllt und dann ging schon los. Vor mir war eine U-88, das war ein deutscher Bomber und der zog mich hoch. Es war so abends gegen 5 Uhr, 5, 6 Uhr, das war eine Zeit, wenn die Russen nachließen, ihre Angriffe zu fliegen, wenn auch nicht mehr viel geschossen wurde, es herrschte Ruhetag. Und man hatte mir gesagt, deutsche Yachtflieger würden vor mir in der Nähe der Brücke angreifen und die Feinde ablenken, so dass ich mit dem Lastensegler auf die Brücke aufsetzen sollte. Es war eine Holzkonstruktion, hatte kein Geländer. Das war also die einzige Möglichkeit auch, weil ich dort aufsetzen konnte. Hätte es ein Geländer gegeben, so wären die Flügel daran abgebrochen. Aber die Brücke bestand einfach nur auf Holz und war flach und dort sollte ich landen. Und sie waren auch der Meinung, die Leute, die mich losschickten, dass wenn die deutschen Jäger angriffen, die Brücke frei wäre, so dass ich dann mit meinem Segelflugzeug dort landen konnte. Ich war also unbeweglich als Segelflieger. Ich konnte also nur ein paar Schleifen fliegen. Ich konnte nicht aufsteigen. Ich musste ganz genau kalkulieren, dass ich auch die richtige Höhe besaß. Die konnte ich etwas regulieren mit den Quersteuern, die man an einem Segelflugzeug hat. Aber sonst lag es doch an einem gewissen Geschick, damit zu landen. Ja, es war der Start dann. Wir flogen hoch in die Luft hinein. Ich hatte doch eine furchtbare Angst. Und ganz heimlich hatte ich einen gestrickten Schal und Fäustlinge mitgenommen, die mir meine Mutter gestrickt hatte. Das war so eine Art Talisman für mich. Da habe ich auch feste so meine Hand draufgegriffen, als ob meine Mutter mir helfen könnte. Und dann ging's hoch. Die U-88 schleppte mich so auf etwa 2000 Meter. Ich sah dann auch, wie Yachtflugzeuge die Brücke angriffen. Und als ich war noch nicht weit geflogen, dann sah ich also auch schon den Fluss unter mir liegen und darüber die Holzbrücke. Gerade verließen die letzten russischen Panzer die Brücke, weil deutsche Yachtflieger nun die ganze Gegend dort angriffen, behagten und mit Bomben bewarfen. Ich flog dann eine ganz große Runde an und kam von der russischen Seite flach auf die Brücke zu, so dass die Russen vielleicht dachten, an meinem Segelflugzeug gab es keine Hoheitsabzeichen, dass ich ein Flugzeug von ihnen wäre. Es ging dann auch alles ganz gut. Auf mich wurde nicht geschossen. Ich flog ganz dicht die Brücke an, konnte das Segelflugzeug so regulieren, dass ich genau die Brücke vor mir hatte und landete dann darauf. Mit einem Druck warf eine Sprengladung das Kabinendach ab, unter dem ich saß. Dann zog ich die Zündung der Dynamitladung und wusste, dass diese Ladung in einer Minute explodieren würde, sodass die Russen, die natürlich schon auf die Brücke zugerannt kamen, als ich dort landete, nicht mehr die Explosion verhindern konnten. Ich sprang dann direkt in einen Fluss und ich war kaum in den Fluss hineingetaucht, da spürte ich bis ins Wasser hinein die furchtbare Explosion des Segelflugzeuges und das natürlich damit auch die Brücke in die Luft gerissen hatte. Es war ein Getrommel von Holzteilen und was weiß ich, die auf das Wasser schlugen, aber ich blieb so lange unter Wasser, bis ich aus dem Gefahrenbereich der Brücke heraus war. Man hatte mir gesagt, dass die Strömung des Flusses sehr stark sei, aber das war nicht so. Ich kam nicht so schnell voran, wie ich gedacht hatte. Ich schwamm, so wie ich konnte. Ich musste dann aber meinen Kopf hochheben, um Luft zu schnappen. Und als ich den Kopf hochhob, sah ich, dass sich russische Boote vom Ufer lösten, um mich abzufangen. Ich musste dann wieder wegtauchen, weil auch auf mich geschossen wurde. Ich schwamm weiter unter Wasser, wieder hoch und wieder Schüsse um mich herum. Und die Boote schon ziemlich dicht. Ich hoffte, dass ich jetzt die deutsche Linie erreichen würde, die ja nicht weit von der Brücke sein sollte.
Aber als ich dann beim nächsten Mal den Kopf hochhob, da waren schon Russen um mich herum und ich wurde gepackt und bekam einen furchtbaren Schlag auf den Kopf, dass ich dachte, ich würde sterben. Und ich kam erst wieder zu mir, als ich am Ufer lag. Man hatte Decken auf mich geworfen und ich wurde ganz furchtbar beschimpft. Man hat mich dann alles Mögliche gefragt, ich verstehe natürlich kein Russisch, und man zeigte auf die Überreste der Brücke, die noch da standen, und man bedeutete mir auch, dass ich nicht mehr lange leben würde. Es war dann große Diskussion unter den Leuten, die mich gefangen genommen hatten. Offiziere kamen dazu, man sah mich an, man wunderte sich wohl über mein Alter, dass ich keine Uniform trug. Einer machte mir deutlich, weil ich keine Uniform trug, darum könnten sie mich als Partisan erschießen. Ich wurde abgeführt. Es war nicht weit von dem Fluss, wohin man mich führte. Es war ein Bauernhaus. Und in diesem Teil Deutschlands, in der Mark Brandenburg, sind die Bauernhöfe ja etwas anders gebaut als bei uns. Da ist also in der Mitte des Hofes der Misthaufen. Und um diesen Haufen und um den Hof herum sind die Gebäude gebaut, so dass sie ein Karree bilden, durch das man nur durch ein Tor hineindringen kann. Man führte mich in so ein Gehöft, aber dann in einen Keller. Und zwar war dieser Keller vom Hof aus zu erreichen durch eine große Eisenklappe. Die wurde angehoben und ich wurde in diesen Keller hineingestoßen. Man warf mir noch eine Decke zu, damit ich mich bedecken konnte. Und dann wurden die großen eisernen Tore dieses Kellereinganges, der lag so schräg, ging vom Hof schräg unter das Haus herunter. Die warf man dann zu, diese Eisenklappen, und ich war in einem Keller. Was mir auffiel, war, dass dort ein ziemlich starker Geruch herrschte. Erst dachte ich daran, dass da vielleicht irgendwelche Tiere wären, Schweine oder Hühner oder Ziegen, aber da rührte sich nichts. Aber dann war das so ein stark faulender Geruch. Und ich bemerkte auch und sah natürlich, dass der ganze Keller voll mit Stroh war. Es war ziemlich faules Stroh und ich bewegte mich mit meinen Füßen darin, dachte auch darüber nach, was ich wohl tun sollte und wann die mich holen würden. Ich kannte das ja von Propagandafilmen und anderen Hetzschriften her, dass die Russen also die Leute morgens abholen und töten würden. Aber während ich also nach einem Platz suchte, wo ich mich hinsetzen konnte, berührte ich mit meinen Beinen etwas Festes. Ich habe dann nachgegriffen mit der Hand und stellte fest, dass das nicht irgendwie ein Stück Holz war, sondern dass das ein Mensch war. Ich stellte dann weiter fest, dass noch mehr Menschen unter diesem Stroh verborgen waren. Ich war sehr erschrocken. Es drang nur sehr wenig Licht von außen in den Keller hinein, durch das Kellerfenster und durch einen Ritz in der Tür. Und dann merkte ich auf einmal, dass in diesem Keller mehrere Menschen lagen, die aber tot waren, die man erschossen hatte. Meine Augen gewöhnten sich daran und ich konnte auch sehen, dass es in den Wänden Schussspuren gab und dass ich auf dem Stroh und an den Wänden Blutspuren sehen konnte. Voller Schreck dachte ich natürlich, dass die Russen in diesem Keller Deutsche erschossen hätten. Doch als ich dann das Stroh wegnahm, um mir den Menschen, der da vor mir sah, genauer anzusehen, entdeckte ich plötzlich, dass das ein Russe war. Ich bekam eine furchtbare Angst, weil mir deutlich wurde, die Russen sind hier in diesem Keller vor kurzem von Deutschen erschossen worden, als dieses Gebiet noch zu uns gehörte. Und ich dachte auch darüber nach, was passieren würde, wenn die Russen mich am nächsten Morgen aus dem Keller holen würden. Vielleicht noch gar nicht daran denken, mich zu erschießen, sondern mich in die Gefangenschaft bringen zu wollen. Und dann entdeckten, dass in diesem Keller von Deutschen erschossene Russen lagen. Das Mindeste, was mir passiert wäre, wäre, dass sie mich erschossen hätten. Ich bekam eine grauenhafte Angst. Ich hätte am liebsten geschrien, aber die Schreien hätte natürlich die Russen noch stärker zu mir heruntergelockt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Die Angst hat mich schier verrückt gemacht. Ich hockte mich in einer Ecke. Ich versuchte, zu irgendeinem Wesen zu sprechen. Aber ich hatte zu Hause ja nie etwas gelernt, wie man zu Gott spricht, wie man betet. So etwas. Mir ist auch immer erzählt worden, dass es Gott gar nicht gibt.
Ich wusste nicht, zu wem ich mit meiner Angst und mit meiner Verzweiflung gehen sollte. Aber ich bin dann doch irgendwie eingeschlafen. Wurde mitten in der Nacht von einem furchtbaren Krach geweckt. Und zwar war das genau am 16. April, wie ich später erfahren habe. In dieser Nacht traten die Russen zu ihrer letzten Offensive im Krieg gegen Deutschland an. Trotz der Brücke, die ich gesprengt hatte, rollten russische Panzer und marschierten russische Soldaten gegen die Front an, brachen durch und der letzte Kampf um Berlin begann. Genau in der Nacht, als ich da unten in dem Keller lag. Es war ein furchtbares Gedröhne, das, glaube ich, 12 Stunden lang dauerte und den Boden zerstampfte, dort, wo also noch deutsche Soldaten lagen. Gegen Morgen dann hörte ich, wie der Hof von deutschen Kriegsgefangenen gefüllt wurde. Man hatte die Gefangenen wohl aus der Front herausgeholt und brachte sie nun in diesen Bauernhof als Kriegsgefangene. Das machte mich etwas froh und es kam auch keiner, um die Kellertür zu öffnen. Die Russen hatten mich scheinbar in all dem Trubel, der in der Nacht losgebrochen war, vergessen. Ich donnerte dann gegen diese Eisentüren. Und tatsächlich wurde von draußen die Tür geöffnet. Die war nicht mit einem Schloss zugemacht worden, sondern man hatte einfach an diesen zwei Bolzen, die man sonst da hatte, ein Stück Eisen durchgeschoben, sodass die beiden Türflügel fest zusammenhingen. Die Gefangenen sahen mich natürlich erstaunt an, als ich da nur mit der Badehose bekleidet und in einer Decke erschien. Ich habe da nicht viel erklären brauchen, ich sagte ihnen nur, macht mal schnell diese Kellertür wieder zu. Einige wollten sich da hineinsetzen, ich sagte, geh da bloß keiner in den Keller rein und erklärte auch einigen Leuten, was da unten zu sehen war. Und so ging keiner in diesen Keller und ich bekam dann einige Uniformstücke von Leuten, die sie nicht brauchten, später auch von einem Toten, der sie dann noch weniger natürlich brauchte und ich zog mich dann damit an. So bin ich dann in die Gefangenschaft geführt worden. In ein Lager, nicht weit von der Oder. Und man hatte vergessen, man hatte mich einfach vergessen und auch, was ich da mit dem Flugzeug getan habe. Dieses Lager war furchtbar. Wir lebten dort in dem Lager etwa mit 30.000 Menschen und jeden Tag starben Hunderte vor Hunger. Es gab kaum etwas zu essen und trotzdem mussten wir arbeiten. Die Portionen waren so gering, eine Schnitte Brot am Tag, eine Büchse voll mit Kartoffelschalensuppe, einfach gekochten Kartoffelschalen, ein Löffel voll Zucker, das war alles, was wir für den Tag bekamen. Und damit sollte man noch arbeiten. Viele Menschen sind verhungert. In unserem Lager brach dann auch Typhus aus. Wir hatten eine Latrine, auf die wir alle gehen mussten, ein großes Loch. Und diese Latrine lag genau neben der Wasserstelle, wo eine Pumpe war, mit der wir uns das Wasser holen sollten. Und das Wasser war natürlich von dieser Latrine verseucht. Und jeder wusste, der von dem Wasser trank, dass er sich seinen Tod damit antrank. Es war eine schlimme Situation und jeden Tag starben so viele Leute, dass die einzelnen Kompanien, wir waren zu Kompanien zu so etwas 100 Leuten zusammengefasst worden, dass die jede Nacht zusammenschrumpften und dann durch sogenannte Reservekompanien aufgefrischt wurden. In dieser Verzweiflung und in diesem Lager, wo man also schon voraussehen konnte, wann man sterben würde, und wo dann auch Transporte nach Sibirien zusammengestellt worden. Wir sollten dort in einem Bleibergwerk Workuta arbeiten, so wurde geflüstert, traf ich Volker.
Was mich erschütterte in diesem Lager war, wie die Menschen, die dort lebten, einfach nicht mehr Herr ihrer Sinne waren. Ich hatte doch während der Nazizeit gelernt, dass wir die Herrenmenschen seien, dass die Deutschen die Herrenmenschen waren und die Russen eben die Unmenschen. Aber in diesem Lager habe ich erfahren, dass jeder nur an sich selbst dachte. Die sogenannten Herrenmenschen, die haben sich wie Tiere benommen. Die haben den Menschen, die sich nicht wehren konnten, den Kranken, noch die Portionen weggegessen. Die haben sie zusammengeschlagen. Es hat mich so erschüttert zu erleben, wie die Menschen nur an sich selbst dachten. Die Alten nannte ich sie. Das waren natürlich Leute, die zwischen 20 und 30 Jahren waren, aber für einen 16-Jährigen waren das die Alten. Ich war so erschüttert von dieser Art, wie sich Deutsche da in diesem Lager benahmen und keiner mehr Disziplin hatte, keiner mehr an den anderen dachte und schämte mich oft, zu diesem Volk zu gehören. Aber in diesem Lager lernte ich Volker kennen. Volker war SS-Offizier gewesen, auch sehr hoch dekoriert. Wir verstanden uns sofort. Wir haben uns da über Philosophie und Dichter und über alles Mögliche unterhalten. Und Volker sorgte auch dafür, dass wir, so ein paar Jugendliche, uns nicht so hängen ließen wie die sogenannten Alten. Und dem Volker vertraute ich mich auch an. Habe ihm erzählt, was ich noch gemacht hätte und erzählte ihm auch so im Geheimen, dass ich doch noch an den Führer und an Deutschland glauben würde und dass es doch furchtbar sei, dass unser Vaterland so verloren hätte. Da sprach er mich an und sagte, ich habe genauso gedacht wie du früher. Ich habe genauso geglaubt wie du und ich habe mich darum ja auch freiwillig zur SS gemeldet und habe da Karriere gemacht und bin sehr hoch ausgezeichnet worden. Ich hielt alles das, was ich tat, als meine Pflicht, und habe das alles aus voller Überzeugung getan. Bis ich dann verwundet wurde in Russland und während meiner Genesung nach Auschwitz versetzt wurde. Ich sollte dort als wachhabender Offizier Dienst tun. Du weißt, hast ja hier in der Gefangenschaft von den Russen gehört, was in Auschwitz passiert ist. Ich weiß, dass du da nicht glaubst und dass keiner hier im Lager das glaubt, was da passiert ist, dass da Menschen vergast worden sind. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Als ich nach Auschwitz kam, dachte ich, ich würde träumen. Ich habe da nie meinem Volk zugetraut und ich habe nie gedacht, dass wir so etwas und dass Menschen so etwas tun konnten. Andere vergasen. Ich bin dann zu meinem Vorgesetzten in Auschwitz gegangen und habe gesagt, ich mache das nicht mit. Ich melde mich sofort zur Front und ich werde nach Berlin fahren und dort in Berlin Bescheid sagen, was hier für eine Sauerei passiert. Man hat mich fahren lassen, weil ich sehr hoch ausgezeichneter Offizier war. Ich bin nach Berlin gekommen, empört über das, was wir dort mit den Juden machen. Natürlich war kein Judenfreund, aber das hielt ich für unmöglich, was wir diesen Menschen da antaten. Als ich nach Berlin kam, mich meldete im Hauptquartier der SS und dort einen hohen General zu sprechen bekam und ihm das erzählte, sagte der zu mir, dass das, was da in Auschwitz passiert, nicht eine Sache sei, die so hinten in der Ecke geschehe, sondern dass das von Berlin angeordnet sei. Das hat mich furchtbar erschüttert. Ich habe es nicht geglaubt. Ich musste nachfragen, bis der Mann mir dann sagte, ja, so ist es. Und du musst dich daran halten und du musst dazu Ja sagen. Das deutsche Volk kann nur gerettet werden, wenn diese Menschen vernichtet werden. Da war für mich mein Glaube zerbrochen, kaputt. Als Volker mir das erzählt hatte, war ich sehr betroffen.
Und er hat mir das in allen Einzelheiten erzählt, dass es weh tat. Und ich erinnerte mich auch an das, was ich da in dem Keller gesehen hatte. Ich erinnerte mich auch, wie wir die Russen behandelt hatten in Deutschland. Ich sah, wie die russischen Arbeiterkolonnen jeden Tag bei uns zu Hause zur Zeche getrieben werden, obwohl sie Hunger hatten, zusammenklappten, starben. Und wie meine Mutter dann immer sagte, wenn das nochmal auf uns zurückkommt, wenn wir nochmal den Krieg verlieren, was wird dann mit uns passieren, wenn die Russen Rache nehmen? Das hat mich eigentlich damals umgeworfen. Das hat mir den Glauben an Hitler und an mein Volk zerstört. Und wir beide waren Menschen, die nun da herumliefen und nach dem suchten, was unserem Leben einen Sinn gab. In unserem Lager wurde es damals immer schlimmer, bis dann der Volker meinte, wir müssen nach Deutschland zurück. Wir müssen den Menschen in Deutschland sagen, was wir eigentlich getan haben, wie wir Menschen gequält haben, was da in Auschwitz und sonst wo passiert ist. Wir müssen aus diesem Lager raus. Wir müssen weiterleben. Der Volker, der ein sehr kluger Kerl war, der hatte auch herausgefunden, dass an unserem Lager, das wussten wir natürlich alle, ein Entlassungslager war, ein Lager für Kriegsgefangene, die furchtbar krank waren. Dort kamen die hinein, die starben, die Typhus hatten. Und dann erfuhr Volker auch, dass aus diesem Krankenlager heraus der erste Entlassungstransport nach Deutschland gehen sollte. Und er sagte zu mir, die einzige Möglichkeit, lebend aus diesem Lager herauszukommen, ist über diesen Zaun, der uns von dem Krankenlager trennt, zu klettern, und dann dort drüben entlassen zu werden. Er hat das dann alles genau vorbereitet. Und da er manchmal in dem Lazarett arbeiten musste, hatte er herausgefunden, dass am nächsten Tag der erste Entlassungstransport nach Deutschland zusammengestellt werden würde. Wir haben uns dann vorbereitet. Wir gehörten damals zu einer Restkompanie, die jene Kompanien auffüllten, in denen viele Menschen gestorben waren. Wir besorgten uns Lumpen für unsere Hände. Wir waren zu dritt, Jupp, Volker und ich. Und wir drei versuchten in der Nacht über den Zaun zu klettern. Sonst war unser Lager sehr stark bewacht, mit dreifachem Stacheldraht umgeben, russischen Wachhunden und Wachtürmen. Aber der Übergang von uns zu diesem Krankenlager, der war einfacher. Da gab es nur einen Stacheldrahtzaun, zwar auch russische Wachen, die auf und ab gingen, aber man rechnete wohl nicht damit, dass von uns einer in dieses Lager fliehen würde. Und das würde ja am nächsten Morgen auch auffallen. Wir standen dann im Schatten einer Baracke und Volker sagte, wir springen jetzt so, ich bin rechts, der Fritz in der Mitte und du links. Und dann sprangen wir den Zaun an. In dem Moment, als wir den Zaun ansprangen, ich kam rüber, bemerkten das die Russen und schossen. Und sie trafen den Volker, der starb später, der andere Freund, der wurde im Oberschenkel getroffen, fiel zurück. Der hat mich dann später auch nicht verraten, aber mir gelang es als Einzigen, über diesen Zaun zu kommen. Ich lief dann sofort in die übernächste Baracke, in der Sterbende lagen, legte mich auf die Pritschen, wo ein freier Platz war. Das hatte der deutsche Sanitäter bemerkt, als ich in die Baracke hineinkam, aber er sagte nichts. Draußen wurde weiterhin geschossen, der Jupp wurde vernommen, der Mann, der noch durchgekommen war, aber er hat mich nicht verraten. Er hat nicht gesagt, dass wir zu dritt waren, sondern er blieb dabei, dass er nicht wüsste, dass noch einer herübergekommen sei. Auch hat mich nicht der Sanitäter verraten in der Baracke, obwohl die Russen auch in diese Baracke hineinkamen und nach einem Gefangenen suchten.
Am nächsten Morgen war dann Entlassungsuntersuchung. Tatsächlich. Wir mussten uns alle einstellen. In einer Baracke saß eine russische Ärztin auf der Veranda und wir mussten einzeln anmarschieren. Ehe wir zu ihr kamen, mussten wir uns nackt ausziehen, unsere Kleidung in der Hand halten und dann griff die russische Ärztin uns zweimal ein. Sie kniff mit dem Finger erst in unsere Brust, um festzustellen, ob wir noch genug Fleisch hatten. Dann kniff sie uns in den Hintern, um das festzustellen. Und wenn sie meinte, einer hätte noch genügend Fleisch da dran, dann wurde man weitergeschickt. Ich wog damals 86 Pfund. So viel Kilos wiege ich heute. Damals 86 Pfund. Ich war also nur noch Haut und Knochen. Dabei über 1,80 groß. Aber diese russische Ärztin, die fand, dass ich immer noch zu dick sei. Ich habe mich dann nochmal angeschlossen. An dieser Schlange, die von der russischen Ärztin untersucht wurde. Und noch einmal. Dreimal. Ich wurde dreimal abgewiesen. Beim vierten Mal stellte ich mich wieder an und da brach vor mir ein Mann zusammen. Die russische Ärztin sah das und befahl mir mit einer Handbewegung, den Mann in die Baracke zu bringen, wo ein russischer Schreiber saß, der die Liste der zu Entlassenen aufschrieb. Ich schleppte den Mann zu der Ecke und dann fragte der Russe nach dem Namen. Ich schüttelte den zusammengebrochenen Wach, der antwortete dann, Wenzel, flüsterte so leise, dass ich laut das dem Russen wiederholen musste, fragte nach dem Vornamen, nach dem Vatersnamen, wie die Russen das so machen und schrieb ihn in der Entlassungsliste ein. In dieser Sekunde sah ich meine Chance. Ich sagte dann einfach meinen Namen und da sah mich der Russe an. Ich glaube, der Russe hat in diesem Moment begriffen, dass ich nicht eigentlich entlassen werden sollte. Es waren Sekunden, die wir uns ansahen. Der hatte braune Augen, die sehe ich noch heute vor mir. Und er guckte mich an. Und dann hat er meinen Namen aufgeschrieben und meinen Vornamen und meinen Vatersnamen. Und so wurde ich entlassen. Unglaublich. Zufall, habe ich damals gedacht. Heute weiß ich, dass das ein Wunder war. Mit 116 wurden wir entlassen, 116 kranke Leute. Ich wurde zum Marschführer gemacht, weil ich der Einzige war, der sich überhaupt noch allein bewegen konnte. Ich war also dafür verantwortlich, dass 115 Leute nach Deutschland kamen. Wir mussten irgendwas auf Russisch unterschreiben, in dem bestimmt stand, dass wir gut behandelt worden sind und all das. Natürlich unterschrieben wir das. Aber diese Leute, die ich dann nach Hause nach Deutschland führen sollte, ich bekam den Entlassungsschein, für 116 Mann und man sagte mir, dass ich damit überall Verpflegung haben könnte. Als ich mit den 115 losfuhr, merkte ich, dass die nicht mehr als 20, 30 Schritte gehen konnten. Da machten sie wieder eine Pause. Wir sollten zum Bahnhof des Ortes gehen, der war so von dem Kriegsgefangenenlager etwa 6 Kilometer entfernt. Doch als wir vielleicht so 1 Kilometer vom Lager weg waren, alle hatten sich eingehangen, damit einer den anderen stützen konnte, erschienen plötzlich 2 deutsche Lagerpolizisten, jene, die uns im Lager gequält hatten, und die sollten mit uns entlassen werden. Als die sich in unsere Kolonne einreihten, fielen meine Leute über sie her und zertrampelten und töteten diese beiden. Ich versuchte da noch was zu unternehmen, aber man drohte mir, wenn du dich da einmischst und versuchst, die Leute zu retten, dann bringen wir dich auch um. Es war schrecklich anzusehen, wie diese Menschen aussahen. Und wie der Mensch eigentlich zu so einem Tier werden kann in dieser Situation. Wir sind dann weitermarschiert. Alle 100 Meter eine Pause, weil sie nicht weiter konnten. Menschen hatten Durchfall und sahen grässlich aus, wenn ihnen das Zeug da aus den Hosen herauslief.
Die Menschen brachen, einige waren tot, die blieben dann einfach auf der Straße liegen, keiner kümmerte sich um sie, bis wir zum Bahnhof kamen. Und auf diesem Bahnhof gab es Polen. Und dieser Bahnhof gehörte auch zu dem Gebiet, das früher einmal Deutschland war und jetzt den Polen übergeben worden war. Und als die Polen Deutsche sahen, ihre verhassten Soldaten, waffenlos, hilflos, da gerieten wir erst einmal in einen furchtbaren Steinhagel. Man versuchte uns anzugreifen und zusammenzuschlagen. Aber wir konnten uns wehren, hinkten uns hinter dem Bahndamm, bewarfen mit Bahnschotter gegen die Leute, die uns angriffen, und warteten auf einen Zug. Bis in die Nacht hinein mussten wir warten und uns verteidigen. Aber dann kam endlich so ein Flachwagenzug mit zwei russischen Lokführerinnen, und ich ging zu der Lokführerin und fragte, einer von meinen Leuten konnte Russisch, ob wir mitfahren dürften. Und die ließ uns hoch. Die ältere Russin wollte nicht, aber da gab es eine jüngere, die wohl die Lokführerin war, die ließ uns zu sich auf die Lok steigen, und der Russisch konnte, und ich, wir mussten helfen, Kohle in den Schlund hineinzuwerfen. Damals gab es noch keine Elektro- oder Dieselloks. Die Loks wurden alle mit Kohle und mit Wasser geheizt. Und die anderen Kameraden von uns, die lagen hinten auf den Flachwagen. So fuhren wir dann los, und ich war dann auf dieser Lok und half da kräftig, Kohlen nachzulegen. Die Russin war sehr nett, besonders die Junge, und die gab uns sogar Brot zu essen und etwas zu trinken, Tee, den sie sich da selbst gemacht hatte. Wir fuhren dann ganz langsam über eine Bahnstrecke, die während des Krieges zerstört worden war, und gegen Morgen erreichten wir einen Bahnhof, der hieß Kreuz. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir in diesen Bahnhof einfuhren. Da waren Hunderte von Polen auf den Bahnsteigen, die wohl aus den Ostgebieten Polens, die russisch geworden waren, nun in den Westgebieten Polens, die mal früher deutsch waren, angesiedelt werden sollten. Als unser Zug so langsam in den Bahnhof hineinfuhr und die Polen die Deutschen auf den Flachwagen entdeckten in Uniform, da ging ein furchtbares Geheule und Gebrüll los, und alles griff nach Steinen und Stöcken und was sie haben, um auf uns loszuschlagen. Es war grauenhaft mit anzusehen, wie meine Kameraden von den Zügen runtergerissen und totgeschlagen wurden. Als die russische Lokführerin bemerkte, dass die deutschen Soldaten hinten auf ihrem Zug überfallen wurden, hielt sie diesen nicht an, sondern fuhr schnell weiter, aus dem Bahnhof heraus zum Lokschuppen. Dort am Lokschuppen gab es eine Reihe von russischen Soldaten, und empört sprach die Lokführerin sofort herab und eilte auf einen russischen Offizier zu und erzählte dem, was im Bahnhof passiert war. Aber dieser russische Offizier wollte das gar nicht hören, und mein Freund, der ja russisch sprach, übersetzte mir und sagte, der Offizier erklärt dieser russischen Lokführerin, dass er es genau verstehen kann, was den Deutschen passiert ist. Denn die Deutschen hätten die Polen so furchtbar behandelt in Auschwitz als Zivilarbeiter und was weiß ich nicht alles. Und dass eben diese Deutschen, die ganz Europa in diesen grauenhaften Krieg gestürzt hätten, dass die eben auch so etwas erleben müssten. Die Russin versuchte dann für uns eine Möglichkeit zu kriegen, weiter nach Westen zu kommen. Aber der russische Offizier weigerte sich, uns auf Güterzügen aufsteigen zu lassen, die eventuell dorthin fuhren. Und er sagte der Russin, es läuft bald ein Personenzug ein, der von Warschau nach Berlin fährt, und wir müssten auch den Bahnhof sofort verlassen, und er würde dafür sorgen, dass die Gefangenen in diesen Personenzug hineinkämen. Und so wurden wir dann, die noch übrig geblieben waren, so etwa 60 Leute, zum Bahnhof zurückgebracht. Ich hatte auch eine furchtbare Angst, denn die Polen warteten ja geradezu darauf, an uns Rache zu nehmen. Ich kann das nicht beschreiben, was wir da gesehen haben, wie die Leute von uns da zugerichtet waren. Die Reste, die wir von ihnen auf diesem Bahnhof fanden. Unglaublich. Da fuhr der Zug ein, und die russischen Soldaten sorgten dafür, dass wir in dem überfüllten Zug doch noch einen Platz kriegten. Der Zug war so überfüllt, nicht nur in den Abteilen, sondern oben auf den Dächern, dass eigentlich gar keiner hineinging. Er war voll mit russischen
und mit polnischen Menschen, besonders mit Polen, die aus den Ostgebieten nun nach Westen umgesiedelt werden sollten. Wir wurden in die einzelnen Abteile hineingepresst. Ich versuchte, meine Gruppe zusammenzuhalten, aber das war überhaupt nicht möglich, weil der Zug so überfüllt war. Ich sah erst zu, dass alle meine Leute einen Platz gefunden haben und zum Schluss wurde ich dann auch in ein Abteil hineingedrängt. Ich war der einzige Deutsche. Links und rechts auf den Bänken saßen sich die Polen gegenüber. Es waren mehrere Familien, Jugendliche, Männer, Frauen. Alle sahen mich böse und verwundert an. Eine Frau sprach mich auf Polnisch an. Ich konnte natürlich die Sprache nicht und alle wussten, dass ich ein Deutscher war. Kaum war der Zug aus dem Bahnhof herausgefahren, da hörte ich, dass in den Nachbarabteilen meine Kameraden ganz furchtbar behandelt wurden. Sie wurden beschimpft, ich hörte, wie man auf sie einschlug, man riss ihnen die Kleider vom Körper, man warf sie aus dem Zug heraus. Ich sah, wie diese nackten Menschen dort vom Zug herunterstürzten und hoffte, dass sie doch noch mit dem Leben davonkommen würden. Dann rottete sich auch eine Horde von Jugendlichen und Soldaten zusammen, die dann von Abteil zogen, um alle Deutschen, die sie dort trafen, zusammenzuschlagen. Sie waren schon bis in unser Nachbarabteil gedrungen und ich musste annehmen, dass ich nicht mehr lange leben würde, dass man mich in den nächsten Sekunden totschlagen würde, auf erbärmlichste Art. Da zog eine polnische Mutter mich an meinem Uniformrock und bedeutete mir, dass ich unten unter die Bank des Abteils mich verkriechen sollte. Ich habe das dann sofort gemacht und sie deckte das zu und redete auf die Polen in ihrem Abteil ein. Ich hörte noch, wie die murrten und nicht das wahrnehmen wollten oder nicht tun wollten, was die Frau ihnen erzählte. Aber auf jeden Fall, sie versteckte mich. Die Soldaten und Jungen kamen ins Abteil hinein, suchten, fanden mich nicht, zogen weiter. Diese Frau hatte mir das Leben gerettet. Ich bedankte mich bei ihr, als der Zug dann in Landsberg hielt. Alle von uns stiegen aus. Ich sammelte, was noch übrig geblieben war. Wir waren etwas über 30 Leute mit 116, eigentlich mit 118, wenn ich die beiden Polizisten mitrechne, waren wir aus der Gefangenschaft losgezogen. Ich ging dann auch wieder zum russischen Bahnhofskommandant und fragte ihn, wie wir hier weiterkämen. Mit dem Zug könnten wir nicht mehr fahren. Und dann sagte er mir, wir sollten mal bis zum Güterbahnhof gehen. Von dort aus würden Züge nach Berlin weiterlaufen. Aber schon auf dem Marsch durch Landsberg, das nun eine polnische Stadt geworden war, wurden wir wieder von Polen entdeckt und ich glaube, auch einige aus dem Zug hatten die Menschen in dieser Stadt gegen uns aufgehetzt. Unterwegs wurden wir wieder überfallen, aber wir konnten uns gegen die Leute wehren. Wir sind dann weiter marschiert. Wir wollten zu Fuß bis nach Berlin kommen, aber wir kamen nur bis Fietz, so hieß der nächste Ort. Dann reichten unsere Kräfte nicht mehr. Und dort am Abend haben wir uns dann wieder auf einen Zug getraut, oben auf die Dächer, und ich dachte, jetzt könnten wir nach Berlin kommen. Aber während wir dort oben auf den Dächern des Zuges saßen, wurden wir von Banden von Jugendlichen überfallen, die einige von unseren Soldaten von den Dächern herunterschmissen. Wir haben uns dann gewehrt und so kam ich dann doch über die Oder wieder zurück, wo ich mal eine Brücke gesprengt hatte, bis nach Berlin. 5 Leute von meinen 118 erreichten Berlin. Dort in Berlin verschwanden dann auch noch 2 und ich blieb noch mit 2 Soldaten über. Auch mit dem Karl Wenzel, der damals im Gefangenenlager vor mir zusammengebrochen war und den ich dann zu dem russischen Schreiber trug. Dieser Karl Wenzel war so heruntergekommen, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass der noch einmal seine Heimat erreichen würde. Und er bat meinen Kollegen, der bei mir war, und mich, ihn doch nach Hause zu bringen. Er käme aus Freiberg in Sachsen, er habe dort einen Bauernhof und auf diesem Hof würde er uns dann bestens verpflegen. Ich bin dann nicht direkt von Berlin ins Ruhrgebiet zurückgefahren, sondern fuhr erstmal nach Freiberg.
Wir mussten ihn schleppen. Der arme Kerl konnte sich kaum noch bewegen. Unterwegs wurden wir zwar nicht überfallen in den Zügen, aber die waren alle überfüllt. Die Brücken waren gesprengt. Wir sind dann durch die Flüsse gewartet oder über die Brückentrümmer geklettert. Aber dann unterwegs merkte ich, wie es mit dem Leben meines Freundes Karl Wenzel immer mehr zu Ende ging. Und er ist dann in Döbeln, wenige Stationen vor seiner Heimatstadt Freiberg, gestorben. Wir dachten aber, wir beide, wir müssen ihn nach Hause bringen. Und so haben wir den toten Mann nach Freiberg gebracht und trugen ihn dann durch die Stadt zu seinem Bauernhof. Wir haben ihn draußen vor der Tür abgesetzt. Wir kamen da abends an, ich kann mich noch gut erinnern. Und mein Kumpel sagte zu mir, du bist der Marschführer, du musst reingehen und der Frau sagen, dass ihr Mann hier draußen tot ist. Wir waren damals so roh und gefühllos geworden, dass ich also in den Bauernhof hineinging. Da saß die Familie beim Abendessen, die Frau, die Oma, die Kinder. Und als ich dann plötzlich in der Tür stand und sie sahen, in welchem Zustand ich mich befand und in meiner Uniform, fragte die Frau ganz plötzlich, wo ist mein Mann? Und ich konnte nichts anderes antworten, als zu sagen, draußen. Und dann lief die Frau nach draußen und traf dann natürlich ihren toten Mann. Ein furchtbarer Schrei, die Kinder liefen nach draußen, die Oma. Und ich war damals in einem solchen tierischen Zustand, ich bin dann nicht hinterhergegangen. Ich habe mir dann erstmal an den Tisch gesetzt und habe die Suppe gegessen, die dort stand. So war man als Mensch heruntergekommen. Ich sollte dann noch da bleiben bis zur Beerdigung vom Karl Wenzel. Ich habe das dann auch gemacht und bin dann zurück ins Ruhrgebiet gezogen. Als ich nach Hause kam, war ich fertig. Ich besaß nichts mehr. Ich war total ausgehungert. Ich schlief Tag und Nacht, weil ich kaum noch hochkam. Und ich überlegte mir, was da mein Leben überhaupt für einen Sinn hätte und was ich mit diesem Leben überhaupt tun konnte. Erst traute ich mich nicht mehr auf die Straße, weil alles das, was ich früher mal getragen hatte, mir nicht mehr passte. In diesen Jahren nach dem Krieg, da gab es ja auch nichts zum Anziehen und zum Essen. Meine Mutter hatte für mich etwas verwahrt, weil sie der Meinung war, der Junge kommt zurück, auch wenn wir so lange nichts von ihm gehört haben. Und dann zog sie mich auch an. Sie war früher mal in Dortmund bei einem Rechtsanwalt in Stellung gewesen. Und dieser Rechtsanwalt, der trug immer zu den Verhandlungen eine sogenannte Stresemann-Hose. Das sind also so gestreifte Hosen, die zu so einer dunklen Jacke passen. Aber diese Hosen waren für mich viel zu kurz, weil der Rechtsanwalt ein kurzer Mann war und dann hat meine Mutter unten so ein Stück Krimmer angesetzt. Aber weil der Rechtsanwalt auch so einen dicken Hintern hatte, schwappte der bei mir herum. Die Hose passte mir überhaupt nicht, aber ich konnte mir wenigstens etwas anziehen. Aus ihrer Stellung hatte die Mutter mir auch ein paar Schlittschuhe besorgt, aber weil die von der Frau Rechtsanwalt waren, die auch viel kleinere Füße als ich hatte, schnitt die Mutter vorne die Spitzen auf, so dass ich also mich hineinzwängen konnte. Ein Pullover hatte mir die Mutter damals auch gestrickt, aus so 5, 6 verschiedenen Sorten Wollen, das ist ja heute modern, aber damals fiel man damit auf und so rannte ich durch die Gegend. Ich habe damals nach einem Sinn in meinem Leben gesucht. Ich habe damals dazu verstehen versucht, warum es mir eigentlich gelungen war, aus dieser Gefangenschaft nach Hause zu kommen. Ich habe damals alles versucht. Ich habe Rilke gelesen mit Kerze, weil ich dachte, dass das mir vielleicht einen Weg zeigt. Ich habe Philosophie studiert. Ich habe geboxt und Fußball gespielt. Ich habe in allem versucht, einen Sinn zu finden für mein Leben. Aber ich fand keine Antwort. Ich kann mich da ganz genau erinnern. Es war im November, ziemlich schlimmer November mit Regen und Kälte und ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Ich bin durch unsere Stadt gerannt und über die Kastropper Straße, mitten durchs Ruhrgebiet. Und diese Straße war nicht gerade eine Schönheit, links und rechts Zechen, Fabriken,
Kolonien, alles grau und in Regen verschwommen. Ich war durch und durch nass. Aber ich musste laufen, weil ich einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen sollte. Und während ich so über die Straße lief, hielt plötzlich ein englisches Lastauto neben mir. Da saß ein Soldat, der winkte mich ins Auto hinein. Ich wollte nicht zu ihm einsteigen, weil ich fürchtete, dass der mich wieder gefangen nehmen würde. Aber die Engländer, das waren damals die Herren bei uns, so wie die Russen drüben auf der anderen Seite. Und er hatte ein Gewehr im Auto und ich fürchtete, dass der auf mich schießen würde, wenn ich weglief. Und so bin ich dann zu ihm eingestiegen. Der konnte kein Wort Deutsch, ich konnte kein Wort Englisch. Ich saß neben dem und der fuhr los. Ich war sicher, dass der mich einsperren würde. Warum, wusste ich nicht, aber das war damals ja auch gar nicht die Frage. Da konnte man einfach so eingesperrt werden. Der fuhr mich auch in eine englische Kaserne hinein. Das waren ein paar beschlagnahmte Villen in unserer Stadt. Brachte mich in den Keller. Nun war mir ganz deutlich, dass ich eingesperrt werden würde. Und dort unten im Keller sperrte er mich aber nicht ein, sondern der kleidete mich ein. Der gab mir ein paar dicke Socken, eine gefärbte englische Uniform, Battle Dress genannt, einen schweren Wachtmantel, den er mir überzog. Ich begriff das überhaupt nicht. Das waren damals Dinge, die kein Mensch sich kaufen konnte. Wir bekamen zwar Bezugsscheine, auch Kleiderkarten, aber dafür war nichts zu kaufen. Und als er mich so angezogen hatte, mir das dahin warf und ich so mein Häuflein von Klamotten neben mir sah, da kam er auf mich zu, packte in seine Brusttasche und holte ein kleines braunes Buch da heraus und gab es mir und sagte, read it. Das habe ich verstanden, lese es. Ich war so verdattert, dass ich nichts sagen konnte. Ich konnte mich noch nicht mal bedanken, ich konnte mich nicht nach seinem Namen erkundigen. Ich bin einfach losgezogen, nach Haus. Als ich nach Hause kam, fuhr mich meine Mutter sofort an, wo hast du die Klamotten geklaut? Ich sage, Mutter, die habe ich nicht geklaut. Die hat mir einer geschenkt. Heute schenkt doch kein Mensch einem etwas. Doch, sage ich, der hat mir einer geschenkt. Wie hieß denn der? Ich konnte noch nicht mal den Namen dieses Mannes sagen. Und ich glaube, bis zu ihrem Tode hat meine Mutter nicht geglaubt, dass mir einer diese Sachen geschenkt hat. Ich begriff das auch nicht, dass mir einer so eine Freude hat machen können. Und weil der Mann mir nicht nur diese Sachen schenkte, sondern auch dieses Buch, habe ich angefangen, das zu lesen. Das war so ein braunes Buch und da stand drauf The New Testament, Neue Testament. Damals sprach ich kaum Englisch. Ich habe mir also mein Wörterbuch dazu genommen und habe versucht, diese Bibel zu lesen. Das war sehr schwierig. Ich dachte mir aber, wenn dieser Mann dir so viel Freude bereitet hat und dir so geholfen hat, dann musst du ja auch das geben, was er dir dazu geschenkt hat. Ich fing dann beim Matthäus-Evangelium an. Jeder, der die Bibel kennt, der weiß, dass der Anfang vom Matthäus-Evangelium ziemlich langweilig ist. Geschlechtsregister, alles Namen, die keiner kennt. Aber ich habe trotzdem gelesen, weil ich wusste, dieser Mann, der hat mir eine Freude machen wollen. Man musste auch das Buch lesen, was er dir geschenkt hat. Und dann fing ich an. Und ich kam nicht klar. Das war zu kompliziert für mich. Ich kannte dieses Buch nicht. Wir hatten zwar auch eine Bibel zu Hause, aber die legte meine Mutter immer unter ihre Wäsche und da kamen die Geldscheine hinein, weil sie meinte, wenn ein Einbrecher kommt, der wird dann nicht da hineinpacken und da das Geld herholen. Als ich überhaupt nicht mit der Bibel klarkam, wurde mir deutlich, dass es in unserer Klasse mal einen Jungen gegeben hatte, der als fromm galt, der Einzige. Zu dem bin ich dann gegangen und habe gesagt, hör mal, Karl, du bist ja religiös begabt, kannst du mir mal mit dieser Bibel da helfen? Hat er natürlich zunächst protestiert und gesagt, ich bin nicht religiös begabt, aber
ich kenne etwas von diesem Buch und du bist der größte Blödmann, den ich kenne. Dieses Buch, das gibt es doch nicht nur auf Englisch, das gibt es auch auf Deutsch. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, die Bibel zu lesen. Und in diesem Lesen, da wurde mir deutlich, was dieses Buch eigentlich für mich bedeutete. Diese Begegnung mit dem Engländern, die hat mir dann mein ganzes Leben von hinten aus aufgeschlüsselt. Ich habe begriffen seit dieser Begegnung, worauf es in diesem Leben ankommt. Dass man nämlich auf die Nöte und die Bedürfnisse von Menschen eingeht. Und dass man ihnen hilft, in dem, wo sie Hilfe brauchen. Der Engländer hat mich nicht gefragt, was bist du, wozu gehörst du, bist du Christ, bist du nicht Christ. Der hat gesehen, wie runtergekommen ich war und der hat mich eingekleidet. Und dann hat er mir die Bibel gegeben, das Buch, was für ihn wohl das Wichtigste in seinem Leben war. Und von da an habe ich eigentlich die Richtung für mein Leben bekommen. Und das versuche ich jetzt in meinem Leben, Menschen, die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, die mir dieser Engländer geschenkt hat, weiterzugeben. Ich habe auch begriffen, dass Gott mich durch dies alles hindurchgetragen hat. Damals an der Oder, aus der Gefangenschaft heraus, damit ich den Menschen etwas davon erzähle, wie er hilft und was eigentlich das Leben für einen Sinn hat. Ich habe dann versucht, diesen Engländer noch zu bekommen. Ich habe Annoncen in englischen Zeitungen aufgesetzt. Durchs englische Militär habe ich versucht, ihn zu erreichen. Ich habe ihn nie mehr gefunden. Aber dieser Mann, der hat mein Leben total verändert. Seitdem weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.